Sagen können, Vater Baltuschat. Ob der nicht ganz richtig ist im Oberstübchen? Ja, ganz komisch ist er. Ach, übrigens, die Damen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Frau Klaasen, hey, hallo. Psst, nicht so laut, es ist doch Sprechstunde, Vater Baltuschat. Was gibt's denn? Hier, lesen Sie mal ein Schreiben vom Bürgermeister. Ich kriege ein neues Zimmer, ein nagelneues Zimmer, sogar in einem Neubau. Die Gemeinde spendiert mir das. Was sagen Sie dazu? Aber das ist doch herrlich, Vater Baldruschat. Da wird sich der Herr Doktor aber sehr freuen. Da gratuliere ich, Vater Baldruschat. Danke, Herr Doktor. Sie sollten es doch als Erster erfahren. Das ist aber sehr lieb von Ihnen. Na, mit dem jungen Wenzel werden Sie bestimmt gut auskommen. Ich habe es ja damals sehr begrüßt, dass ihm die Gemeinde den Kredit besorgt hat, um das Haus fertig bauen zu können. Und deshalb muss er auch das Zimmer zur Verfügung stellen. Na, da wird er wohl auch bald heiraten. Ich meine, der Wenzel, die Hertha Enders. Wann ist denn Hochzeit, Helene? Das weiß ich doch nicht. Als bestinformiertes Organ vom Wingenfeld enttäuschen Sie mich aber. Tragen Sie es mit Fassung, Herr Doktor. Enttäuschungen formen den Charakter. Da habe ich ja noch Hoffnungen, Helenchen. Damit Sie wissen, was in der großen Welt los ist, Helene. Das junge Paar will morgen das Aufgebot bestellen, hat mir die Mutter erzählt. Ach ja, die Mutter hat ja auch ein Zimmer in dem neuen Haus. Na und? Das Haus ist groß und die Türen schließen gut. Oh, wenn die lamentiert, das hört man durch die dicksten Mauern. Erschrecken Sie doch, Vater Baldruschat, nicht zu, Helene. Frau Enders hat sich längst mit der Wahl ihrer Tochter abgefunden. Na, hoffentlich. Aber jetzt kommt der Untermieter dran. Also, Ihr Kabolmäuschen hat ein Gemüt wie ein Fleischerhund. Einen so zu erschrecken. Geben Sie Vater Baldruschat ein Beruhigungsmittel. Nee, danke, so schlimm war es wieder nicht. Aber doch nicht aus dem Schrank, Helene. Ach so. Ach so. Naja, von der Medizin brauche ich mindestens 2 Glas zur Beruhigung. Na, dann ist es ja bald soweit mit euch, ihr beiden. Gratulieren will ich lieber nicht, da bin ich immer ein bisschen abergläubisch. Wieso denn, Herr Bürgermeister? Na, mit dem Heiraten ist es wie beim Theater. Glückwünsche vor der Premiere bedeuten Reinfall, hat man mir erzählt. Bis zum letzten Augenblick muss es Ärger geben, dann wird alles gut. Na, dann muss es ja bei uns sehr gut werden. Noch eins, Herr Bürgermeister. Hertha und ich, wir wollen die Hochzeit möglichst nicht an die große Glocke hängen. Na, nur warum denn das? Ja, es ist... Wir können keine große Feier abhalten. Es soll nur eine ganz kleine, bescheidene werden. Verstehen Sie? Na ja, das Haus und die Wohnungseinrichtung, sämtliche Ersparnisse gehen drauf und darum... Ja, ich verstehe schon. Was sagt denn Ihre Frau Mutter dazu, Fräulein Enders? Ach, wenn es nach meiner Mutter ginge, dann müsste ganz Wingenfeld Spalier stehen. Wir können nur ein paar Leute einladen. Sie stehen natürlich an erster Stelle, Herr Bürgermeister. Nicht doch, Kinders, wenn ihr sparen müsst, dann... Nein, nein, Dr. Brock und Frau Klaasen wollten wir auch bitten. Na, jedenfalls danke ich euch für die Einladung. Ich sag's ganz ehrlich, ich komme sehr gern. Das ist nett, Herr Bürgermeister. Und wie kann man die Sache nur möglichst verborgen halten? Gar nicht. Ein Aufgebot muss öffentlich ausgehängt werden, damit jedermann von eurer Absicht erfährt. Und warum? Na, vielleicht gibt es jemanden, der etwas dagegen hat, dass ihr beide heiratet. Außer meiner Mutter kenne ich niemanden. Unser Aufgebot muss also an die Gemeindetafel? Leider. Ich kann natürlich einen kleinen Trick anwenden. Wenn ich euer Aufgebot dicht neben die Steueraufforderung hänge, machen alle einen großen Bogen drumherum. Dann tun Sie es doch, Herr Bürgermeister. Na, und sonst? Wird euer Nest schon fleißig hergerichtet? Aber Mama, was machst du denn da? Das siehst du doch, ich will deine Nagel einschlagen. Ich verstehe nur nicht, warum die Maurer immer die Wände so hart machen. Was soll denn da hin? Das Segelschiff mit den Möwen. Ach, was sollen wir denn damit? Ich wollte es euch doch schenken. Also schön, schenk es uns, aber häng es bitte in dein Zimmer. Nun, das geht nicht. Erstens macht's mich seekrank und zweitens habe ich ja nur eine kleine Kammer. Ach, verzeihen, die werten Herrschaften. Wer hat denn das in mein Zimmer gestellt? Ich? Das ist nett, Mädchen. Ich habe sie anprobiert. Lang genug wären sie, ja, aber die Füßchen sind ein bisschen knapp. Ach, Unsinn. Das Zeug stand mir im Weg rum. Siehst du, mir auch. Tag, Vater Baldruschat. Na, alles schon eingeräumt?
Bett und ein Schrank stehen schon drin, Jungchen. Wenn ich noch einen Tisch und einen Stuhl habe, kann die Schlossbesichtigung beginnen. Ich schaue dann mal rauf und helfe Ihnen ein bisschen. Nee, Jungchen, schönen Dank. Hier hast du mehr zu tun. So eine Schnapsidee von der Gemeinde, euch den alten Mann ins Haus zu setzen. Lass mal, Mutter. Ich bin sehr froh, dass uns die Gemeinde den Kredit beschafft hat. Na ja, aber fremde Leute im Haus, dafür habt ihr doch schließlich nicht gebaut. Du bist doch gut, wenn immer jemand da ist. Bin ich etwa nicht da? Ja, doch, doch, aber Vater Baldroschat ist der ideale Blitzableiter. Blitzableiter? Hm, für deine schlechten Launen. Was drechseln denn da vorbei, Mädelchen? Das ganze Weltmeer mit einem riesen Schiff und lauter Piepmetze drüber. Das sind keine Piepmetze, das sind Möwen. Wissen das die Möwen? Was denn? Dass sie Möwen sind. Ach, sieh! Also, wenn ich so viel Wasser in Öl sehe, dann bekomme ich immer... Durst, kann ich mir denken. Nö, Fernweh. Ach, du weißt nicht, wie das so ist für einen alten Wanderburschen wie mich. Allerdings nicht. Ich war ja noch nie Wanderbursche. Ah, da komme ich ja gerade recht, Vater Baldroschat. Guten Tag. Guten Tag. Mein schnuckliges Carbonmäuschen kommt immer richtig. Was hast du denn da alles? Oh, Handtücher, Tischtücher, Bettwäsche. Alles, was so ein Junggeselle gebrauchen kann, Vater Baldroschat. Gutes Makko Frotte. Ägyptische Qualität. Haben Sie denn schon mal mit Textilien gehandelt, Vater Baldroschat? Natürlich. Meine Spezialität war eine Zeit lang Babywindeln. Aha. Hast du da vielleicht noch Bedarf? Oh, geh doch weg, du alter Klönsnacker. In meinem Alter was Kleines, das wäre so was. Sag das nicht, Mädchen. Ich kannte mal im Hessischen eine Frau, die hat noch mit 60 was Kleines im Arm geschaukelt. Das ist doch nicht möglich. Och, ihr Enkelkind. Ach, du alle Typix. Sie wissen doch, Frau Meier, so organisch kann ich einfach nichts feststellen. Ja, aber mein Schwindelgefühl muss doch irgendwo herkommen und meine Appetitlosigkeit. Und seit 14 Tagen kann ich auch nicht mehr richtig schlafen. Wir müssen erst mal abwarten. Inzwischen nehmen Sie das da, ja? Bitte. Ach, schön, Herr Doktor. Ach, Tag, Frau Klaasen. Was sagen Sie bloß dazu, dass Harter Enders und der junge Wenzel ganz heimlich heiraten wollen? Na, heimlich ist gut. Das ganze Dorf tratscht schon darüber. Na, das ist doch klar. Alle haben doch damals Anteil genommen an dem Unfall von dem Wenzel. Naja, und jetzt benehmen Sie sich so kleinlich. Vielleicht müssen Sie sparen, Frau Meyers. Das sollte man doch verstehen. Ach was, keiner verlangt von denen auch was Besonderes. Aber eine richtige Hochzeit wird man ja wohl verlangen können, nicht? Sie können ja in die Kirche gehen, wenn Sie wollen. Ach, auch das noch. Nee, wenn ich nicht eingeladen werde, interessiert mich die ganze Trauung nicht. Naja, aber Sie und Frau Klaasen hätten Sie wenigstens einladen können. Naja, also mich geht das ja alles nicht. Auf Wiedersehen, alle. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Meyers. Ach, wenn die beiden bloß schon verheiratet wären. Na nun, da hängt ja ein neues Bild. Das mit den Möwen, das war mir zu viel Wasser. Schade, es war so hochkünstlerisch. Was verstehen Sie denn von Kunst? Langsam, Mädelchen, langsam. Jeder hat so seine eigene Bildung. Auf meinen langen Tippeleien bin ich immer ins Museum gegangen, wenn es mal regnete. Ja, oder um sich aufzuwärmen. Ja, aber das nur im Winter. Aber einmal, da hatten wir einen feuchten Sommer. Und als der vorbei war, da kannte ich alles. Von Botticelli bis Picasso, ja, da staunst du, was? Das Bild mit den Möwen, das hat mir mein seliger Mann geschenkt. Damals, als wir in unsere erste Wohnung einzogen. Der hatte Geschmack. Kunststück, sonst hätte ich ja auch dich nicht geheiratet. Was sind Sie, Schmeichler? Da habe ich mir so viel Mühe gegeben, das Aufgebot an der Gemeindetafel ein bisschen zu verstecken. Aber das ist ja eine Aufregung. Ja, ich finde nichts aufregender, als wenn zwei heiraten. Dann verstehe ich nicht, warum Sie nicht auch geheiratet haben. Na, mir hat der Arzt jede Aufregung verboten. Na, in einer Woche ist alles vorbei und die Menschen reden wieder über etwas anderes. Ne? Mein lieber Doktor, vergessen Sie nur nicht, für uns, das heißt für die wenigen Gäste, die eingeladen sind, wird es sehr schwer sein, diese Einladung verborgen zu halten. Und was ist daran so bedenklich? Ja, sowas erzeugt immer Neid und Missgunst. Das mag ja für Sie, lieber Doktor, gar nicht so schlimm sein. Ein Arzt brauchen die Leute ja immer. Aber bei der nächsten Bürgermeisterwahl bekomme ich dann die Quittung. Bis es soweit ist, werde ich für Sie Propaganda machen, Herr Bürgermeister. Außerdem sind die Menschen zum Glück vergesslich. Hoffentlich. So, und jetzt muss ich mich beeilen. Bei uns gibt's heute Mittag Kartoffelpuffer. Oh, guten Appetit. Dankeschön. Bei uns ist auch Mittagspause. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Ach, bitte, Herr Doktor. Sie müssen mich unbedingt noch dran nehmen. Na, nur Frau Meyers, was gibt's denn? Ach, Ihre Mittel helfen diesmal gar nicht, Herr Doktor. Da wollen wir doch noch mal nachsehen. Kinder! Sagt mal, Kinder, ich habe hin und her überlegt, wenn ich meinen alten Schmuck verkaufe, so 300-400 Mark müsste ich doch dafür bekommen, nicht? Den Schmuck von der Oma? Was soll denn das, Mama? Ja, so wie ihr euch das vorgestellt habt, so geht das nicht. So eine armselige Hochzeit mache ich nicht mit. Armselig? Na, hör mal. Also, du übertreibst wieder mal, Mama.
Also Schwiegermama, das wäre wirklich unvernünftig, den Schmuck zu verkaufen, den er über die schwierigen Jahre hinweg gerettet hat, bloß um den Leuten zu imponieren. Die Leute reden, wenn wir eine Hochzeit machen, und wenn wir keine machen, reden sie auch. Egoisten seid ihr. Engherzige, gefühllose Egoisten. Ihr... Na, Kinderchen, unterhaltet ihr euch nicht? Sehr nett. Meine Mutter löchert uns mit der Hochzeit. Ja, sie will unbedingt eine große Hochzeit machen, so ein Unsinn. Warum ist das Unsinn, Jungchen? Na, weil wir kein Geld haben. Ein paar Gäste würden uns schon genügen. Unsere Hochzeit muss ja kein Volksfest werden. Muss es auch nicht, Mädchen. Was ihr vorhabt, ist schon in Ordnung. Aber das andere, ich meine, dass seine Mutter für ihre Tochter eine richtige, schöne, große Hochzeit haben möchte, das ist doch auch verständlich, oder nicht? Sie verstehen mich, nicht wahr, Herr Baltruschat? Aber klar doch, Mädelchen. Es hat gar keinen Zweck, dass Sie sich da einmischen, Herr Baltruschat. Na gut, Jungchen, dann geh ich wieder. Warten Sie einen Augenblick, Herr Baltruschat. Sie wollten mir doch schon immer mal Ihr Zimmer zeigen. Gern, Mädchen. Dann mal fix. Na nun, Vater Baltruschat, wie kommen Sie denn hier rein? Du wirst es nicht für möglich halten, Mädchen. Durch die Tür. War die denn offen? Freilich. Und dann bin ich immer dem Geruch nachgegangen, bis ich dich fand. Also hör mal, Vater Baltruschat, das ist aber wirklich eine Frechheit. Wieso? Wurde doch so herrlich nach Buletten duftet. Na, möchtest du mal kosten, kleines Mädchen? Ja, Mädchen. Na, nicht schnuppern. Die sind doch noch nicht fertig. Naja, und warum, wieso sind Sie denn nun wirklich hergekommen? Hör zu, Mädchen, mir ist da was durch den Kopf gegangen. Sicher nichts Gescheites. Im Grunde wollen Sie doch alle eine große Hochzeit. Ich meine, die Frau Enders und die beiden jungen Leute. Schon möglich. Und das ganze Dorf. Na und? Na ja, und wo ein Wille ist, da ist doch auch ein Weg. Vater Baltruschat, Sie sind ja ein Engel. Vielen Dank. Aber Engel küsst man nicht. Das überlebe ich nicht. Meine eigene Tochter muss sich wie eine Diebin in die Kirche schleichen, um zu heiraten. Also Mama, sei doch mal sachlich. Ich bin sachlich. Und dann müsstest du erkennen, dass sogar die, wie soll ich mich ausdrücken, die Creme der Gesellschaft von Wingenfeld unsere Gäste sind. In einem Dorf ist das ganze Dorf die Creme der Gesellschaft. Ihr habt eure Arbeit. Ihr hört und seht nichts. Aber ich kann mir beim Einkaufen die gehässigen Bemerkungen anhören. Nun, was glaubt ihr, was aber eine solche Frau Meyers oder Frau Zillig oder Frau Goldso für Spitzenschleudern. Wir können doch nicht das ganze Dorf einladen. Dann könnt ihr eben auch nicht heiraten. Mutter, jetzt habe ich aber genug. Wir heiraten, weil wir uns lieben und nicht, weil wir dem Dorf eine Freude machen wollen. Wenn du das nicht verstehst, dann... Dann kann ich ja gehen. Also das wollte ich nicht sagen. Dann sag ich es eben. Ich gehe. Mama. Aber Mutter. Jawohl, ich gehe, weil ich mich schäme. Ich schäme mich für euch. Mama, du willst nicht auf unsere Hochzeit? Mein liebes Kind, mir bricht das Herz, auf deine Hochzeit nicht dabei zu sein, aber ich glaube, ich würde umkommen vor Scham. Also jetzt verstehe ich dich überhaupt nicht mehr. Das ist dir schon immer schwer gefallen. Ich fahre zu Tante Klärchen, die habt ihr ja auch nicht eingeladen. Weil du dich bis jetzt jedes Mal mit Tante Klärchen gezankt hast. Na und wenn schon. Tante Klärchen war auf meiner Hochzeit, also wollte sie auch auf deiner Hochzeit dabei sein. Wenn ich so an meine Hochzeit denke, da war... Da war natürlich alles viel schöner. War es auch. Bei uns stand das ganze Dorfspalier. Die Glocken läuteten. In der Kirche sang der Chor. Und wir fuhren in einer weißen Kutsche. Ich finde das auch sehr schön, aber es ist doch nicht unbedingt nötig. Das sind doch nur Äußerlichkeiten. Deine Einstellung kenne ich. Wenn ihr ohne diese Äußerlichkeiten auskommen könnt, bitte. Ich kann es nicht. Mama! Komm, lass! Das kann ja feierlich werden. Ganz bestimmt wird es das. Na los, beweg dich mal ein bisschen. Na, das tue ich doch, Vater Baltruschat. Oder haben Sie schon mal gesehen, dass die Tochter vom Leuchtturmwärter Klaasen die Hände in den Schoß legt und andere rennen lässt? So viele haben sie nicht mehr zu rennen. Das meiste bin ich schon gerannt. Nur bei Goldso, da hapert's noch. Ja, muss es denn unbedingt Goldso sein? Mädelchen, du bist unbezahlbar. Wieso? Jetzt habe ich die Lösung. Auf Wiedersehen, mein kleines Kabulmäuschen. Wir feiern die Hochzeit. Ich weiß noch nicht genau, wie, aber gefeiert wird. Treten Sie bitte etwas zurück. Der Eilzug fährt gleich durch. Durch? Hält er denn nicht? Der um 10.17 Uhr hält hier nur im Winterhalbjahr. Wann geht denn der nächste? Um 11 ein Personenzug. 11 Uhr ausgerechnet. Was soll denn das, Helene? Ich denke, das ist nur eine kleine Hochzeit. Wozu dann dieser Aufwand? Machen Sie doch nicht solch Geschrei. Ein dunkler Anzug, das ist doch kein Aufwand. Und die weiße Nelke sieht ja aus, als ob wir zu einer Fürstenhochzeit kommen. Wer weiß, vielleicht wird es viel prächtiger, als Sie glauben. Nein. Aus. Alles aus.
die Hochzeit wird abgeblasen. Was? Warum? Hertha ist völlig verzweifelt. Ihre Mutter ist weggefahren. Und ohne ihre Mutter zu heiraten, das bringt sie einfach nicht übers Herz. Na, das ist doch... Weggefahren wohin? Zu Tante Klärchen nach Hamburg. Vor einer Stunde mit dem Eilzug. Dem Eilzug? Der fährt doch gar nicht. Ach, was Sie hören doch... Ich bin doch nicht du und mit dem wollte ich doch letzten Freitag fahren. Also, dann kann sie noch gar nicht weg sein? Ach, armer Vater Baldrutschad, nun ist alles umsonst. Was ist umsonst? Nichts war umsonst. Sie gehen sofort nach Hause und beruhigen Ihre Frau, ja? Sie gehen zur Kirche und dass Sie mir keinem etwas sagen. Die Hochzeit findet statt mit Frau Enders, das steht fest. Ich hab die nicht bestellt. Also fort. Einfach davonfahren, wenn Ihre Tochter sich trauen lässt. Herr Doktor. Ihre einzige Tochter. Herr Doktor, wie ein trotziges Kind, verstockt und umgezogen. Bitte, bitte. Wo Sie doch viel lieber. Haben Sie gehört? Freuen das. Wir kommen noch zurück, wenn wir gleich... Bitte zurücktreten. Bitte. Na, geht mal zu, Kinder. Die Kutsche wartet auf euch. Gratuliere, gratuliere. Herzlichen Glückwunsch. Guten Tag. Willkommen. Bevor wir das Brautpaar begrüßen, seht ihr beiden erstmal dahin. Kind, verzeih, mein Kind, ich war... Schon gut, Mama. Verflixt noch mal ein Sandweht hier. Ich grüße das Brautpaar. Ah, der Kösten, bitte. Der Kösten, bitte. Liebe Hochzeitsgäste, ihr habt euch hier eingefunden, ohne dass euch nach altem Brauch der Hochzeitsbitter oder, wie ihr ihn hier nennt, der Kössenbitter dazu aufgefordert hätte. Früher ging der Kössenbitter schon tags vorher umher und bat jeden Einzelnen als Gast zur Hochzeit. Und bei jedem bekam er ein größeres oder kleineres Glas flüssiger Wegzehrung. Ihr könnt euch denken, wie dun so ein Kössenbitter war, wenn er so 100 Hochzeitsgäste eingeladen hatte. Heute ist dieser Brauch ausgestorben. Aber ich glaube, den Brauch gibt es noch. Nur die Kössenbitter sind ausgestorben. Die haben sich alle totgesoffen. Ich habe es leichter. Ich lade euch alle auf einmal ein. Ohne, dass ihr mir was geben müsst. Ich hole das nachher nach. Ich bitte die Herrschaften zu Tisch. Das haben Sie großartig gemacht, Herr Doktor. Seien Sie ganz ruhig. Mit der Überraschung hätte es auch schief gehen können. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Zwei so anmutige Vertreterinnen des schönen Geschlechts nebeneinander. Wer die Tischordnung gemacht hat, muss ganz schön dumm sein. So, das war ich. Soll ich Sie neben Dr. Brock platzieren? Aber da wollte ich doch hin. Du bleibst an meiner Seite, damit ich dich ein bisschen unter meinen Fittichen habe. Sie können gern mit mir tauschen. Ich fach's den Blea doch nur mit Dr. Brock. Oh ja, ich... Liebe Gäste, liebe Freunde,
Ich kann nicht reden und will's kurz machen. Dass dieses schöne, für meine Frau und mich so überraschende Fest zustande gekommen ist, verdanken wir, wie Sie alle wissen, unserem guten alten Vater Baltuschat. Mhm. Und da Vater Baltuschat inzwischen bei uns im Hause wohnt und ich hoffe, dass er sich dort recht wohl fühlt, gehört er sozusagen auch zu unserer Familie. Und um diesem Beschluss auch Ausdruck zu verleihen, möchte ich Vater Baltuschat bitten, hier bei uns Platz zu nehmen. Bravo! Oh, ja! Vater Baltuschat, darf ich bitten? Jungchen, Jungchen, was macht ihr mit einem alten Tippelbruder? Na ja, Sie haben mit uns ja auch einiges angestellt. Gelungen? Wie? Bravo, Vater Baltuschat! Vater Baltuschat! Wart mal, Kindchen, ich habe auch noch was zu sagen. Ja. Liebe Hochzeitsgäste, Verwandte, Freunde und Versammelte, der Dank, den unser junger Freund hier so herzbewegend ausgesprochen hat, gehört keineswegs dem alten Baltuschat allein. Dort sitzen die beiden, die mindestens ebenso viel Verdienst an dieser schönen Feier haben. Dann verneige ich mich für meinen Doktor gleich mit. Und weil ich gerade so schön im Zuge bin, liebe Braut, lieber Bräutigam, ich möchte euch sagen, dass, also, Kinderchen, das mit so einer Ehe, das ist, also, hier fliegt einem doch dauernd so ein Zeug in die Augen. Vater Baltuschat. Ich habe mir eine so rührende Rede zurechtgelegt, dass ich von meiner eigenen Rede ganz gerührt bin. Und vor lauter Rührung werdet ihr leider nie erfahren, wie schön meine Rede war. Bravo, Vater Baltuschat. Und vielen, vielen Dank für alles, was du so selbstlos für uns getan hast. Selbstlos? Nee, Mädelchen, da irrst du dich ein bisschen. Ich wollte man bloß Ruhe im Haus haben, weißt du? Denn nichts geht über die Ruhe in den eigenen vier Wänden. Nach den vielen Mühen und Aufregungen, die wir alle mit dieser Hochzeitstafel hatten, wollen wir nun endlich mit der Mahlzeit anfangen. Los! So, bitte schön. Das finde ich fabelhaft. Dankeschön, Frau Meyers. Wie schön, Frau Meyers, dass Sie sich wieder wohl auffühlen. Hat das letzte Mittel also ganz gut geholfen? Ich weiß nicht, Herr Doktor. Ich habe ein paar Tage ausgeruht und da ging es mir sehr gut. Aber seit heute Morgen... Champignonsuppe. Aus Ihrer Zucht, Frau Meyers? Natürlich, Herr Bürgermeister. Was denken Sie denn? Aus Ihrer Zucht? Ja, wir haben in unserem Keller eine Champignonzucht. In Ihrem Keller? Ist etwa feucht und modrig? Na ja, ein bisschen schon. Warum fragen Sie? Und da arbeiten Sie täglich drin? Ja, 2 bis 3 Stunden. Aber es ist keine schwere Arbeit. Das muss ich mir einmal genauer ansehen. Ich glaube, wir haben die Ursache Ihrer Beschwerden gefunden. Ja, was denn für Beschwerden? Können Sie nicht mal auf der Hochzeit den Arzt zu Hause lassen? Sagen Sie mal, hatten wir nicht einmal einen Fall, wo jemand auf Salpeter allergisch reagierte? Ja, vor 3 oder 4 Jahren, aber jetzt Mahlzeit. 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 Hier, Susanne, das schaffe ich nicht mehr. Aber verrenkt ihr nicht den Magen. Danke, Onkel, jetzt kriege ich erst richtig Appetit. Und nun, meine lieben Gäste, wollen wir keine Zeit verlieren. Den Ehrentanz des Brautpaares und Abtanzen des Schleiers. Jungfer werden? Wieso? Na da, wer das größte Stück erwischt, heiratet als Nächste. Na, das ist doch nur so. Na, was glauben Sie, was er sagt, wenn Sie ihm das größte Stück bringen? Na, Herr Doktor, auf wen tippen Sie mit dem größten Stück? Nachdem Sie nicht teilnehmen, interessiert mich das kaum. Mein liebes Helenchen. Das hätte ich früher wissen sollen. Jetzt tanzen alle! Das ist doch nur ein Aberglaube. Ah, sie hat bestimmt das größte Stück. Schaut mal, wie groß meins ist. Oh, Susanne wird die nächste Braut. Darf ich bitten? Ja, gern. Susanne! Ja, was ist denn?
zeigen Sie das Stück nur überall herum. Sie glauben gar nicht, wie schnell ein Wanderhahn hängen bleibt. Meinen Sie wirklich? Aber da!